Engel, Hiobs Botschaft. Fegefeuer. Jubiläumsausgabe, dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 2. Haben sich dir des Todes Tore je aufgetan? Oder hast du gesehen die Tore der Finsternis? Hiob, Kapitel 38, Vers 17. In der Schankstube des Wirtshauses zum Weißdorn, am südwestlichen Stadtrand Prags, herrschte die gewohnte frühabendliche Betriebsamkeit. Die Welt drehte sich weiter, als hätten sich im Weißdorn nicht am selben Morgen Ereignisse zugetragen, die für mehrere der beteiligten Personen eine entscheidende Wende in ihrem Leben bedeuteten. Etwas abseits der Zecher, von einem Wandschirm aus Reispapier, notdürftig geschützt vor dem Lärm der Tagelöhner von den Reisfeldern der Stadt, die in der Schenke einen Gutteil ihres kärglichen Mannas versoffen, saß ein Mann und eine Frau an einem kleinen Tisch. Die einfache, aber appetitlich duftende Mahlzeit zwischen ihnen, eine gebundene Suppe, Reis und Stücke gekochten Fischs und gebratenen Huhns, sowie sehr weich gesottenes Gemüse, stand ebenso unberührt wie die beiden erdbraunen Tonschalen mit Tee. Die beiden waren in ein hitziges Gespräch vertieft. »Du hättest das niemals zulassen dürfen«, zischte die Frau mit dem rotbraunen Haar, die wohl Mitte 20 sein mochte, ihr gegenüber wütend an. »Er ist ein Freund. Er hat sich auf dich verlassen. Und du hast ihn einfach kampflos seinen Häschern überlassen. Nach allem, was ihr gemeinsam durchgemacht habt.« Der Mann, der das zusammengestückelte Rüstzeug der Beutereiter trug, hatte neben sich auf der Bank einen gefetteten, schweren, schwarzen Ledermantel und einen breitkrempigen Hut liegen. Beide verdeckte die brünierte Metallmaske, die er auf dienstlichen Ritten zu tragen pflegte. An seinem wettergegerbten Gesicht, das mit den feinen Tätowierungslinien überzogen war, wie man sie bei vielen besonders frommen Templern in der Nachahmung der von ihnen idealisierten Engel fand, hätte auch ein ungeübter Beobachter ohne Schwierigkeiten den Kampf ablesen können, der in seinem Inneren tobte. »Irene, du hast leicht reden. Du gehörst nicht zur Hierarchie der angelitischen Kirche. Ich bin Kompteur. Ich habe geschworen, der Kirche treu zu dienen und in Demut und Ehrenhaftigkeit die Befehle derer zu befolgen, die über mir stehen. Und das waren Engel. Verstehst du, Irene? Engel.« »Hiob ist auch ein Engel, Eliphas«, fauchte die Frau. »Er hat im Dienste der Kirche sogar seine Schwingen geopfert. Was kann es denn Größeres geben, das man in seiner Pflichterfüllung tun kann?« Sie holte kurz Luft und fuhr mit unverminderter Heftigkeit fort. »Und was hat es ihm genutzt?« »Gar nichts. Fortgeschleppt haben sie ihn, wie einen gewöhnlichen Schwerverbrecher. Hätte bloß noch gefehlt, dass sie ihm Fußeisen anlegen.« Eliphas zuckte unter den verzweifelten Wut ihrer Sätze zusammen, als hätte sie ihn geschlagen, erwiderte aber nichts. Doch Irene war noch nicht am Ende. »Am schlimmsten war diese anmaßende kleine Michaelitin, dieser Tonfall. Und du, du Kriegsheld, du hast dich benommen wie ein jämmerlicher Feigling. Hätte bloß noch gefehlt, dass du von den anderen aufs Knie fällst. Und was glauben die eigentlich, was...« Irene hatte sich so in Rage geredet, dass sie aufgesprungen war und bei ihrem letzten Satz mit einer weit ausholenden Armbewegung unterstrich. Dabei fegte sie den Wandschirm um, der krachend auf dem Sägemehl bestreuten Dielenboden fiel. Alle Gespräche im Schankraum verstummten schlagartig, und aller Augen richteten sich auf das ungleiche Paar. Der Kompteur zwang sich, nicht zu den Gaffenden zu schauen. Stattdessen hielt sein Blick Irenes eisern fest. Die wütende Frau hatte ihn in ihrer Tirade kurz innegehalten, erschrocken über den Zwischenfall mit dem Wandschirm.
Während der Wirt herbeieilte, um das Paravent wieder aufzurichten und so seinem hochrangigen Gast und seiner Begleiterin die offenbar dringend benötigte Privatsphäre zurückzugeben, legte Eliphas Irene ruhig seine Hand auf den Unterarm. Für die übrigen Anwesenden musste dieses letzte Bild, das ich ihnen bot, ehe der Wirt den Wandschirm wieder vollends aufgerichtet hatte, wie eine versöhnliche, beruhigende Geste wirken. Niemand von ihnen konnte sehen, dass sich Eliphas Rechte in Wirklichkeit wie ein eiserner Schraubstock um Irenes Arm schloss und die aufgebrachte Frau zwang, sich wieder zu setzen. Die Stimme des Kompteurs war zu einem eisigen Zischen geworden, als er knapp sagte: »Es reicht, Irene.« »Nein, es reicht noch lange nicht«, fuhr sie ihn an und riss sich los. »Du hast als Freund, ja als Ehrenmann, versagt, und ich werde ihn da rausholen, egal wie viele selbstgerechte Engel...« »Irene, du versündigst dich, und das werde ich mir nicht weiter anhören. Ich habe Verständnis dafür, dass du wütend bist, und ich empfinde ebenso viel Schmerz über das, was geschehen ist, wie du, auch wenn du das mir nicht glaubst. Aber ich werde nicht zulassen, dass du lästerlich über Engel des Herrn redest. Du hast doch gehört, was Ariel gesagt hast. Ihre Befehle kommen direkt vom Ab eines Himmels und das Konsistorium will sich Hiobs annehmen. Das sind die weisesten Männer und Frauen der gesamten kirchlichen Welt, Irene. Auch wenn wir einfachen Leute die Weisheit der Ratschlüsse des Pontifex Maximus und seiner Ratgeber manchmal nicht auf Anhieb verstehen mögen, ich bin sicher, Hiob ist dort, in Roma Aeterna, in besten Händen. Eliphas Stimme war bei den letzten Sätzen immer drängender, fast beschwörend geworden und impulsiv hatte er die Hände auf Irenes schmale, kühle, um ein Taschentuch verkrampfte Finger gelegt. Die Frau, die durch halb Europa gereist war, um Hiob wiederzusehen und ihn nach weniger als 24 Stunden wieder verloren hatte, hatte wieder still zu weinen begonnen. Es war, als habe sie mit ihrer Wut alle Kraft, noch in ihr gewesen war, aus sich herausfließen lassen. Ihre Schultern zuckten und in ihren Augenwinkeln glätzte es feucht. Der Kompteur nutzte die Gunst des Augenblicks und schob nach. »Weißt du, ich glaube immer noch, dass dein feiner Freund Wittgenstein Hiob an die Engel verraten hat. Ich kenne ihn von früher und... »Ich dachte, du fändest es in Ordnung, dass sie ihn mitgenommen haben«, schoss Irene zurück und warf ihm einen Blick aus geröteten Augen zu. »Ja schon, aber...« »Du machst dir also doch noch Sorgen um Hiob, gib's zu!« »Es wird ihm nichts passieren. Ich sage nur, dass man diesem Wittgenstein nicht trauen darf. Wenn das Manner stimmt, würde er auch seine eigene Mutter verkaufen. Mir gegenüber hat er sich immer anständig benommen.« Wieder entstand eine jener unangenehmen Gesprächspausen, die üblicherweise mit unausgesprochenen Vorwürfen und peinlicher Unsicherheit angefüllt waren. Schließlich brach Eliphas das Schweigen. »Irene, wegen Hiob.« »Ja?« »Liebst du ihn?« Irene stand auf, warf dem Kompteur einen schweren, deutenden Blick zu und wandte sich dann ohne ein weiteres Wort ab, um nach oben auf ihr Zimmer zu gehen, das sie in der Nacht zuvor noch mit dem flügellosen Ragoliten geteilt hatte. Eliphas seufzte und setzte sich hinüber zu seinen Leuten, die schon seit geraumer Zeit warme Reisschnaps kreisen ließen. Diskret und ohne wegen der unübersehbaren Auseinandersetzung in ihrem Kompteur zu dringen, schoben sie ihm eine kleine, unglasierte Tonschale hin, und seine Rottmeisterin Francetta goss ihm wortlos ein. Bis sich die klare, dampfende Flüssigkeit fast über den rotbraunen Rand wölbte. Eliphas trank, ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten, mit einem Zug aus. Als er spürte, wie der Schnaps nicht nur seine Eingeweide wärmte, sondern auch ein paar Knoten in seinem Inneren zumindest für diese Nacht lösen schien,
nickte er dankbar und hielt die Schale zum Nachfüllen hin. Bald waren die Beutereiter die letzten verbliebenen Gäste im Weißdorn, und irgendwann kippte Eliphas seine zum wiederholten Male geleerte Schale umgekehrt auf den polierten Holztisch und sagte: »Für heute wollen wir es gut sein lassen. Geht schlafen. Es erscheint mir unnötig, Wachen aufzustellen. Wir sind so dicht an der Hauptstadt der Rameliten, dass ich nicht mit nächtlichen Gefahren rechne, zumal wir in Prag auch nichts von den Vorkommnissen gehört haben.« Damit erhob er sich, wandte sich zum Gehen, nicht ahnend, dass seine letzten Worte ein verhängnisvoller Fehler gewesen waren. Gormas lenkte seinen von einem klapprigen Gaul gezogenen Wagen mit der notdürftig verspannten Leinenplane durch die sternlose Nacht und warf vom Kutschbock aus immer wieder nervöse Blicke über die Schulter nach hinten. Bald sah er unter sich in einer Senke das Wirtshaus liegen. Er fuhr noch ein paar hundert Meter weiter, zog dann an den Zügeln und kletterte umständlich vom Bock. Ohne ein Wort an den nervös mit den Ohren zuckenden Braunen zu richten, raffte er seine voluminöse, verdreckte, unförmige Robe um sich und machte sich daran, abseits des Weges das letzte Stück zur Herberge den Hang hinabzuklettern. Das Wirtshaus sah so aus wie viele größere Wegstationen an den Ausfallstraßen aus Prag. Zwei langgezogene Trakte, die durch ein schmales Verbindungsstück an der Ostseite zu einem einzigen Gebäude zusammengefügt waren. Im vorderen, parallel zur Straße gelegten Trakt, der nur eingeschossig war, befanden sich Küche und Gaststube sowie die privaten Räumlichkeiten der Wirtsfamilie. Im hinteren, zweistöckigen, der große Gemeinschaftssaal und eine Treppe darüber die Fremdenzimmer für die betuchten Reisenden. Eingeschlossen zwischen beiden lag ein flaches Waschhaus und die Latrine. Schon von Weitem hatte Gormas gesehen, dass der Weißdorn in völliger Finsternis dalag. Offenbar rechnete damit niemand damit, dass ein mitternächtlicher Eindringling es wagen könnte, das Gasthaus einzubrechen. Gormas näherte sich von der offenen Seite her, huschte lautlos über den tiefen Schatten liegenden Platz zwischen den beiden Hauptgebäuden und blieb nicht stehen, bis er eines der Fenster der Gemeinschaftsschlafsäle erreicht hatte. Dort richtete sich der fahrende Händler zu seiner vollen Größe auf, legte die rechte Hand auf die Höhe des Riegels an den Laden des Fensters. Hätte jemand ihn beobachtet, wären ihm zwei beunruhigende Dinge aufgefallen. Zum einen war der Mann deutlich größer, als es einem Menschen nach dem Plan der Schöpfung gegeben war, und zum anderen war diese Hand einer Insektenkralle ähnlicher als einer Menschenhand. Gormas zögerte ein wenig, sammelte sich, dann übte er sehr kurz mit aller Kraft Druck aus. Das Knacken des Fensterladens, als der Riegel ausbrach, hallte durch die stille Nacht wie ein Schuss aus einer der vorsintflutlichen Waffen, die Gormas auf seinen weiten Handelsreisen in den Städten der Schrottbarone gesehen hatte. Der Vermummte erstarrte erneut und legte den Kopf schräg. Die schwarz-grün schillernden Augen hatte er geschlossen. Seine Ohren und seine Nase tasteten quasi in die Nacht. Ja, seit er den Pakt geschlossen hatte, hatte sich vieles verändert. Er war so viel besser geworden. Wie schlagartige Eindrücke meldeten sich seine bis aufs Äußerste konzentrierten Sinne ihm zurück, was sie in der Finsternis erfassten. Den nächtlichen Schweiß unzulänglich gewaschener Leiber, Knoblauchausdünstungen, Alkohol, sehr gut. Der Schnaps war in dieser Nacht sein Verbündeter. Vielstimmiges Atmen, leises Schnarchen hier und da. Gormas nickte zufrieden vor sich hin. In einer fließenden Bewegung zog er sich aufs Fenstersims und ließ sich in den Raum gleiten. Franchetta wusste nicht genau, was sie geweckt hatte, aber sie schreckte aus einem nur nebulös erinnerten Traum mit der absoluten, tödlichen Gewissheit, dass etwas nicht stimmte, auf. Von einem Augenblick zum nächsten war sie hellwach. Ihr ernster Blick, nachdem sie ihre Augen einigermaßen an die Finsternis im Schlafsaal gewöhnt hatte, fiel auf den Mann, der sie fürs Amt der Rottmeisterin ausgebildet hatte. Eliphas lag ihr schräg gegenüber,
ein Kleiderbündel im Nacken geschoben. Die Art, wie sich seine Brust unter regelmäßigen Atemzügen hob und senkte, ließ keinen Zweifel daran, dass er schlief. Franchetta glitt unter ihrer Decke hervor, griff so leise wie möglich nach ihrem Rottschwert und versuchte sich zu erinnern, was sie geweckt hatte. Dann fiel ihr Blick auf den Wolf, einen der Beutereiter, der seinen Schlafplatz direkt vor der Tür zum Treppenhaus hatte. Er lag anders als sonst, ein Stück weiter im Raum, und sein Kopf war merkwürdig weit in den Nacken gedreht. Im nächsten Augenblick stand Franchetta neben ihm, die Hand an seiner Kehle. Und als sie die Hand wieder hob, klebte Blut daran. Viel Blut. Schwarz und ekelhaft in der Nacht. Franchettas Blick wanderte von Wolf zu der angelehnten Tür zum Steigenhaus. Eine kalte Hand griff nach ihrem Magen und ohne nachzudenken rannte sie los. 2 Stufen auf einmal nehmend, hetzte die Rottmeisterin nun in einem langen Leinenhemd, aber das blanke Rottschwert stoßbereit in der Hand, auf bloßen Füßen die knarrenden Stufen hinauf. Mit einem halben Ohr hörte sie, wie mehrere andere Mitglieder der Rotte unten im Schlafsaal zu regen begannen, doch ihre Aufmerksamkeit war längst von etwas anderem gefesselt. Die Tür zur Kammer, in der Anne, die schweigsame Begine, die Hiob so viel bedeutete, schlief, war nur angelehnt. Franchetta stürmte hindurch, doch was sie sah, ließ ihre Schritte knapp hinter der Schwelle gefrieren. Auf dem Nachttischchen brannte eine Öllampe. In ihrem Schein bot sich der Rottmeisterin ein grauenhafter Anblick. Anne lag auf dem Bett, das Nachthemd zerfetzt und wie das helleine Bettzeug getränkt von dem grässlichen Schwarz, das auch an Franchettas Händen klebte. Ihre gebrochenen, zur Zimmerdecke verdrehten Augen ließen keinen Zweifel daran, dass die Rottmeisterin zu spät kam, um die Begine zu retten. Neben dem Bett erhob sich eine über 2 Meter große Kreatur, die sich zur Tür umgedreht hatte, als Franchetta hereinkam. Das Wesen war wohl einmal ein Mensch gewesen, doch was vor ihr stand, konnte nur den perversen Fantasien des Herrn der Fliegen entsprungen sein. Seine Augen erinnerten mehr an die eines Insekts, und in ihnen glitzerte eine böse und fremdartige Intelligenz. Eine zerklumpte, schmuddelige Robe hing an ihm und ließ nur ungefähr die dürren Silhouette erahnen. Seine Unterarme endeten in sichelförmigen Klauen, über und über besudelt mit Blut. All das erfasste Franchetta mit wenigen Augenblicken. Dann schrie sie aus Leibeskräften »Traumsaat!« und stürzte sich auf das Wesen. Von der Treppe her ertönten polternde Schritte und irgendwo wurden Möbel hastig beiseite gestoßen. Franchetta hieb nach der Kreatur, doch diese wich mit einer ungeahnten, flinken Bewegung, die einem normalen Menschen anormal gar nicht möglich gewesen war, aus. Ihr Mund war wenig mehr als ein Spalt in dem schon schorfig winkelnden Hornplatten bedeckten Gesicht verzog sich. Es war ein grausames Lächeln. Dann zog sie präzise und kalkuliert die rechte Klaue nach oben. Franchetta spürte einen grausigen Schmerz. Gab es so viel Schmerz überhaupt? Dann starrte sie ungläubig auf den blutsprudelnden Stumpf, wo eben noch ihre Schwerthand gewesen war. Als sie unwillkürlich mit der anderen Hand danach griff, zog das Monstrum seine grauenhafte Klaue zurück und trennte der Rottmeisterin mit einem schmatzenden Geräusch die 3 mittleren Finger der Linken auch noch ab. Dabei stieß sie ein keuchendes, heißes Geräusch aus, das wie ein ungläubiges Lachen wirkte. Franchetta kippte zur Seite. Das Erste, was Eliphas sah, als er in Annes Kammer erreicht hatte, war der aus seinem Sichtfeld seitlich wegkippende Rücken seiner Rottmeisterin. Blutgestank schlug ihm entgegen. Er erblickte das, wogegen Franchetta gekämpft hatte, und alles Denken setzte aus. Das Wesen wandte sich um, noch zum geschlossenen Fenster,
wollte sich offenbar mit einem Sprung ins Freie der rechnenden Hand des Kompteurs entziehen, entschied sich aber jedoch in letzter Sekunde um und wirbelte zu dem vor Wut schreienden Kompteur herum. Eliphas, der nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte, wurde zu seiner Überraschung fast wie beiläufig mit einer Bewegung des linken Arms der Kreatur, der nicht viel dicker war als ein dürrer Ast, zurückgeschleudert, so dass er schmerzhaft gegen eine seiner nachdrängenden Leute prallte. In dem Augenblick, als sie Eliphas mehr schlecht als recht auffingen, barst das Fenster nach innen. Eine weitere Gespalt brach in den Raum, ging den Nachthimmel nur als breitschultriger Schemen mit dunklem Umhang zu erkennen. Die Kreatur, die Anna auf dem Gewissen hatte, fuhr ein weiteres Mal herum, um sich dem neuen Angreifer zu stellen. Da peitschte ein Knall durch die Kammer, der auf beengtem Raum vor allen vorübergehend das Gehör raubte, begleitet von einem gleißenden hellen Blitz. Der Kopf der Traumsaat-Kreatur explodierte und mit einem dumpfen Aufprall fiel sie zu Boden. Wittgenstein steckte das verbotene Technik-Artefakt in eine Schlaufe unter seinem Gürtel und sagte grimmig: "Ich wusste, dass ich hier noch gebraucht werden würde. Es schmerzt mich, dass ich zu spät komme." Im bleigrauen Licht des frühen Morgens machte die Rotte eine traurige Bestandsaufnahme. Anna war tot und Wolf und ein weiterer Beutereiter ebenfalls. Denn das Wesen hatte ihnen auf seinen lautlosen Weg durch den Schlafsaal zur Treppe die Kehle aufgeschlitzt. Irene war nichts geschehen, da erst der Lärm auf der Treppe sie geweckt hatte und Annes Zimmer näher zur Treppe gelegen hatte als das ihre. Besonders erschüttert war Eliphas über Franchettas Schicksal. Das Monstrum hatte ihr eine Hand und drei Finger der anderen abgetrennt, doch sie lebte und litt grässliche Schmerzen. "Es wird wieder gut werden", sagte der Kompteur unbeholfen zu seiner Stellvertreterin, die totenbleich auf Irenes Bett lag. "Wir holen Hilfe, und gewiss ist irgendwo ein raphaelitischer Engel in der Nähe, der..." Die Rottmeisterin brachte ein grimmiges Lächeln zustande. "Du bist ein miserabler Lüger, Kompteur. Aber ich habe immer gerne unter dir gedient." "Was soll das heißen?" fragte Eliphas alarmiert. "Das weißt du so gut wie ich, Kompteur, das hier ist nicht zu heilen. Meine Zeit im Sattel ist um, und ein anderes Leben kenne ich nicht. Ich habe nur noch eine Bitte an dich." Sie bedeutete ihm, sich nahe zu ihr herabzubeugen, und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Eliphas zuckte zurück, als habe man ihn mit einer Peitsche geschlagen. "Das kann ich nicht tun, Franchetta." "Du musst." Ihre dunklen Augen hielten die des Kompteurs fest. Eine kleine Ewigkeit saß Eliphas auf der Bettkante seiner verkrüppelten Stellvertreterin. Schließlich erhob er sich mühsam, nahm seinen eigenen Dolch vom Gürtel und legte ihn ihr in die verbliebene Hand. Franchetta versuchte probehalber, ihn zu führen, und schüttelte unmerklich den Kopf. Erst nachdem Eliphas ihn mit Mullstreifen und Lederriemen in ihre Hand gebunden hatte, nickte sie unter Schmerzen, aber zufrieden. "Geh jetzt, Kompteur. Leb wohl." Als Eliphas mit gesenktem Kopf und ohne sich noch einmal umzudrehen die Schlafkammer verließ, hörte er sie murmeln: "Herr, gib mir Kraft und Mut."